Hier bei der Challenge zur Welt 7-4 haben wir wieder mal eine große Ausnahme von den allgemeinen Regeln, denn hier dürfen wir tatsächlich Schaden nehmen. Und nebenbei dürfen wir aber keine einzige Münze einsammeln. Let's go! So, wir starten also ganz normal als großer Mario und normalerweise dürften wir ja niemals zu einem kleinen Mario werden, da wir dann die Challenge schon verloren hätten. Aber hier ist es eben eine Ausnahme, denn hier dürfen wir dann gleich Schaden nehmen. Wir müssen dann gleich erstmal hier am besten dort landen. Ohne eine Münze einzusammeln, wollte ich gerade sagen, was mir schon mal exzellent gelungen ist. Oder auch nicht. Mann ey. Aber eigentlich ist dieser erste Sprung jetzt noch nicht so wirklich die große Schwierigkeit. Das sollte man eigentlich schaffen können. Halt hier so landen, an der Ecke oder an der Kante, wie auch immer. Und dann passt es alles. Genau. Ich bin gar nicht ganz sicher, wie man diese Dinger hier bei einem Zahnrad nennt. Heißen die einfach Zähne oder so? Ich weiß gar nicht genau. Muss ich zugeben. Aber vielleicht heißen die einfach Zähne. Die Teile da. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sollte man auf den landen. Und hier den ganzen Münzen ausweichen. Okay, alles klar. So. Und dann gleich kommt nämlich auch schon die Stelle, wo ich dann Schaden nehmen will, um dann hier irgendwie weiterkommen zu können. So, dann gleich nämlich hier bei diesem Abschnitt. Also erstmal würde ich noch ganz gerne bei dir dann gleich irgendwie vorbeikommen. Ich kann dann vielleicht bei dir gleich Schaden nehmen, bei diesem Monte hier. Obwohl ich es mir auch noch aufheben könnte für den nächsten. Ich würde es sogar für den nächsten, glaube ich, eher aufheben, weil der ist noch ein bisschen schwieriger. Jetzt nämlich an dem da vorbeizukommen, gleich ohne eine Münze dann einzusammeln. Obwohl es ja kein Problem sein sollte, weil wenn ich jetzt einfach nur zum ersten Mal auf den drauf springe, kriege ich ja, glaube ich, noch keine Münzen. Wenn ich zweimal auf den drauf springe und die besiege, dann kriege ich, glaube ich, schon Münzen. Aber ich glaube, beim ersten Mal noch nicht. Aber ich erstmal trotzdem dann gleich von dem treffen lassen. So. Und dann einfach an ihm vorbeirennen. Okay. So, und das ist jetzt schon dann eine der schwierigsten Stellen hier bei der Challenge. Denn hier jetzt dann gleich dürfen wir keine von diesen Münzen da einsammeln. Und ich habe da eben einiges rumgetestet, aber ich habe es nie geschafft, das als großer Mario hinzukriegen, da ich mir immer am Anfang schon hier direkt den Kopf angestoßen habe. Und da ich dann schon die allerersten Münzen hier direkt vor mir eingesammelt habe. Aber als kleiner Mario ist mir gelungen, dass ich da irgendwie an denen vorbeigekommen bin. Nämlich so. Und dann müssen wir jetzt hier immer überall oder halt oberhalb von den Münzen bleiben. Und dann uns aber mit Wandsprüngen ganz, ganz langsam nach unten fortbewegen. Ihr seht es vielleicht gar nicht, aber doch, Mario bewegt sich langsam aber sicher immer weiter nach unten vor. Bis wir dann irgendwann auch mal da ganz unten dann bei diesem Gang da links angekommen sind. Sodass wir dann hier rauskommen können, ohne eine von den Münzen eingesammelt zu haben. Das wird dann gleich mein Ziel sein. So, ich hab's gleich. Sehr gut, und wir sind hier. Sind jetzt komplett drüber gesprungen und haben keine von den Münzen eingesammelt. Und wie gesagt, das ist, auf jeden Fall habe ich das eben einige Zeit als großer Mario auch ausprobiert. Und diese ganzen Wandsprünge da hin und her zu machen, das ging sogar als großer Mario auch so halbwegs. Aber ich hatte halt überhaupt mal Probleme, diesen allerersten Sprung da, halt aus diesem Gang da rechts rauszuschaffen, ohne eine Münze einzusammeln. Und dann auch hier in diesem kleinen Gang wieder zu landen. Weil ich meine, dort als großer Mario habe ich auch deutlich weniger Platz, weil ich mir ziemlich schnell dann den Kopf an der Decke anhaue. Und das ist mir einfach nicht gelungen. Und deswegen muss ich dann eben hier eine kleine Regeländerung vornehmen, dass man eben dann hier schon Schaden nehmen darf. Und damit im kleinen Mario ist man eben klein genug, um da auch durchpassen zu können. Aber trotzdem fand ich halt die Challenge hier, dass man keine Münzen einsammeln durfte, ganz cool, weil hier auch überall Münzen vorkommen, auch an den blödesten Stellen teilweise. Und dementsprechend fand ich halt ganz, ganz, ganz cool und ich wollte die Challenge behalten. Aber ich musste dann eben dafür eine der allgemeinen Regeln anpassen und so ist es dann eben entstanden, dass man halt dann hier schon Schaden nehmen durfte. Okay. So, und jetzt können dann eigentlich gar nicht mehr so viele Sachen passieren erstmal, obwohl da hinten auch noch ein paar weitere Münzen kommen. Aber trotzdem sollte es jetzt eigentlich alles machbar sein. Ich möchte hier nach links vielleicht gehen. So, okay. Am besten noch nicht in den roten Ring rein, weil ich mir jetzt nicht mehr das erschweren will durch weitere rote Münzen. So, und da vorne jetzt dann gleich wird es ein bisschen tricky, wie wir schon sehen können, aber das kann man trotzdem auch hinkriegen. Ich muss da einfach nur drüber springen über die Münze da. So ungefähr. Und dann hier hin. Sehr gut, okay. Und jetzt, ich weiß genau, ob da vorne noch Münzen kommen jetzt dann gleich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn ja, dann kann man den auch ganz gut ausweichen. Deswegen, jetzt haben wir eigentlich schon dann das Schwierigste geschafft hier. Na, Moment. Keinen Fehler mehr jetzt mehr machen. Alles klar. Und dann kommen wir schon gleich das Ziel. Und dann haben wir auch diese Challenge gemeistert. Wahoo! Und übrigens, die 10 Münzen, die wir jetzt gerade noch bekommen haben, zählen natürlich nicht, weil ihr wisst ja, dass die Challenges immer genau dann enden, wenn man die Fahnenstange berührt. Deswegen, die 10 Münzen, die ich danach noch bekommen habe, sind völlig egal. Und es passt alles. Okay. So, haben wir also auch das dann erfüllt. Ausnahmsweise eben mal hier als kleiner Mario. Also wirklich sehr, sehr interessant. Wundert mich aber, dass ich das gleich im ersten Versuch übrigens geschafft habe, dann diese Wandsprünge da immer über diese Münzen hinweg zu machen. Das ist nämlich wirklich nicht so einfach, da man da auch so ein bisschen das richtige Timing finden muss. Also obwohl es bei mir wieder auch relativ einfach aussah, ist die Stelle nicht so einfach. Und ich werde dann da schon auch vielleicht ein bisschen einen höheren Schwierigkeitsgrad gegeben, als man jetzt wieder von der Länge des Videos vermuten könnte. Aber okay. Das war's auf jeden Fall dann hiermit und noch eine weitere Challenge kommt dann heute und zwar dann hier zu Welt 7-5 wieder mal mit dem Tanuki und zwar diesmal dann ein Speedrun mit dem Tanuki, wo wir dann auch ziemlich kranke Sachen machen müssen und sehr, sehr weite Sprünge über große Schluchten machen müssen, um dann die Zeitvorgabe auch erfüllen zu können. Also wird auch nicht einfach werden, aber ich werde dann auch dort mein Bestes geben. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.